Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Matchmaking. Die letzte Folge war ja richtig, richtig edel. Sie hat euch auch sehr gut gefallen. Vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben. Braves. Nichtsdestotrotz habe ich leider eine schlechte Nachricht für uns. Ich habe gestern eine Runde bei Big Barrel im Livestream mitgespielt. Wir wollten noch ein Matchmaking machen und haben noch Leute gesucht. Waren dann endlich voll. Das Spiel geht los. Und wir hatten zwei Cheater im Gegnerteam. Ihr wisst, ich bin niemand, der sowas einfach callt, ne? Ich bin der Letzte, der Cheater callt. Aber das war echt abnormal. Wir hatten sogar einen Spinbotter im Gegnerteam. Hello, Team. Ich zeige euch jetzt gleich ein paar ganz kurze Ausschnitte, nur falls es jemand nicht glaubt. Das war echt Wahnsinn. Ich habe noch nie einen Spinbotter live gesehen. Also wirklich im Spiel. Ich spiele es jetzt mal ganz kurz ein. Ich war im Dropper, top of drop. Ich sehe ihn. Ich sehe den. Oh, kannst du eigentlich das Geschlecht und Alter nur bestimmen, wenn du zuschaust, oder geht das auch so? Ja, es geht nicht so. Also von hier aus, jetzt von dieser Position ist eher schwierig, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es beide Huhn-Döne sind, nehme ich an. Und da sind wir wieder back. Ja, es war wirklich eine richtig harte Geschichte. Spinbot, Dualhack, Aimbot, Kartoffelsalat, es war alles mit dabei. Vor allem Kartoffelsalat. Unglaublich eklig. Und natürlich kam dann der Downrank nach diesem Spiel. Ihr wisst, ich habe die ersten beiden Spiele nach dem Uprank direkt verloren. Das war ein bisschen bitter und meistens ist man dann auch eher kurz vorm Downrank. Ich stand auch kurz vorm Downrank, man hat es ja auch gemerkt bei meinem letzten Matchmaking, da habe ich eigentlich nur DMGs bei mir im Team gehabt und im Gegnerteam war maximal ein anderer LE dabei, das war's. Aber ich habe den Sieg geholt und ja, wollte auch noch weitere Siege holen, aber so geht das natürlich nicht, ne? Das. Wir wurden so genudelt, 16 zu 1, glaube ich, haben die uns weggepimmelt. Ich weiß gar nicht, wie wir diese eine Runde holen konnten, oder sogar 16-2. Es war lächerlich, es war wirklich... Es war wohl auch eine Art von Cheating oder Boosting-Service. Es waren nämlich nur zwei Cheater dabei, die anderen drei haben meines Erachtens normal gespielt, die neu war, also diese Art. Zumindest für mich, denn nach dem Spiel, direkt am Ende der letzten Runde, wurde das Spiel nicht beendet, also normal, sondern es ist abgebrochen. Disconnected. Das heißt, die haben das Spiel zum Crashen gebracht. Man kann sich die Demo daher nicht mehr anschauen, also man kann das Spiel nicht runterladen. Und angeblich kann man es auch dann nicht mehr... Planted on A. Bomb down. Und angeblich kann man es auch nicht mehr im Overwatch anschauen. Oder, beziehungsweise es kommt auch gar nicht ins Overwatch, weil ja das Spiel abgebrochen ist. Und das ist wirklich bitter, oder? Also wenn sowas wirklich, wirklich funktioniert, dass man sowas grundsätzlich gezielt immer abbrechen kann, jedes Mal, dann weiß ich nicht, wie lange sich CSGO noch halten kann, weil dann wird es wirklich extrem irrelevant, die Ranks, weil man ja sich boosten lassen kann, so viel man will und eben gegen Cheater spielt, die nicht mehr reported werden können, beziehungsweise die nicht mehr ins Overwatch kommen. Damit schaufeln sich natürlich auch die Boosting-Service ihr eigenes Grab, klar, wenn dann keiner mehr Matchmaking spielt. Wird schwierig. Oh, sorry. Sorry for Nate. Alles cool, wir verstehen uns, ne, Bro? 8 habe ich mir abgezogen. Praktisch gar nichts. Und schon ist die Kacke für alle am Dampfen. Es ist dann ähnlich wie bei Wingman, wo es heißt, hey, da sind so viele Cheater und die kann man gar nicht reporten. Wingman-Rank ist mir egal. Wenn das auch bei Matchmaking passiert, dann ist CSGO sicherlich bald komplett tot. Also wirklich komplett tot. Die Skins können dann auch nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, möglicherweise wird Valve dann etwas machen, weil dann fallen sicherlich auch die Gewinne bei den Skins in die Knie. Weil überhaupt niemand mehr irgendwas mit Skins am Hut haben möchte, weil das Spiel ja eh tot ist. Mal sehen, ob sie dann irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, aber das war wirklich... Das war jetzt das zweite Mal in meinem Leben, in meinem CSGO-Leben, dass ich Cheater im Gegnerteam hatte. Und dieses Mal waren es direkt zwei. Wie gesagt, halt ein Boosting-Team. Und das Krasse dabei ist ja, dass sie das am Schluss abbrechen. Man es möglicherweise gar nicht mehr im Overwatch angucken kann. Man kann es sich auch nicht runterladen. Und trotzdem zählen die Ranks. Also ich wurde gedownrankt, obwohl das Spiel nicht zu Ende war. Einige im Chat haben geschrieben, hey, möglicherweise wird der Downrank einfach... entfernt oder zurückgezogen, aber naja, keine Ahnung. Ich mache mir da keine großartigen Illusionen, beziehungsweise es ist jetzt auch alles gar nicht so tragisch. Ich stand da eh kurz vom Downrank. Es ist dann nur maximal ärgerlich, weil ich hätte mich natürlich noch von dem Downrank retten können, ganz klar. Shit. Soweit zu meiner Cheater im Spiel Story. Fuck a doodle. Du. So, jetzt gehe ich einfach mal hier durch, denn da vorne war jemand auf Short. Weiß nicht, ob der jetzt reingegangen ist und gestorben ist oder ob er noch hier rumpimmelt. Da war einer. Nee, doch nicht. Okay. Mid ist down, Bomb down mit. Der ist da vorne. Nice, er hat die Bombe eh nicht gehabt, alter Bitch! Wir wollen einfach mal nicht so schwarz sehen. Ich habe jetzt nur mal so dunkel wie möglich ausgemalt, was so passieren könnte. Oder was aus dieser ganzen Sache entstehen kann. Two shot. Okay, long. Too long. One shot. Oh Gott.
Ach, one is water. Ich sah auf HP. Ah, ich sitze da und weiß nicht, was ich machen soll. Flash nachladen. Ah! Achso, übrigens, Leute, neue Anschaffung. Ich habe mir so ein, sowas geholt. Also einen neuen Popschutz. Nicht mehr dieses riesen Kackding von meinem alten. Beziehungsweise habe noch zum Ausweichen das hier. Das passt auch perfekt drauf und klingt eigentlich genauso wie dieses Ding. Ich dachte erst, das hier wäre vielleicht schlechter und teste das jetzt. Und nächstes Mal werde ich dann den Popschutz benutzen. Oder Popkiller, oder wie man sagt. Und dann werde ich gucken, was so bringt. So, noch die Alligator mitgenommen. Na, läuft. Und jetzt hier mal direkt den Win reingehauen, ne? Man merkt sofort, wenn man keine Cheater im Gegnerteam hat, dann geht's. Komischerweise geht's. Aber natürlich war es längst überfällig bei mir. Also ich habe wie viele Spiele? 480, 500 Wins? Also sagen wir mal 800 bis 900 Spiele. Runden wir auf 1000. Und da hatte ich bis jetzt erst einen Cheater, beziehungsweise einen, den ich ganz klar erkannt habe, wo ich gesagt habe, warte mal, der cheatet doch, das kann nicht sein. Und da musste natürlich dann jetzt mal wieder was hinterherkommen, das ist klar. Oh shit, jetzt werden wir gerade zerstört, beziehungsweise es sind nur noch zwei, aber sie wissen bestimmt, dass B frei ist. Übrigens an alle Neuen da draußen, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab ungefähr 22 Uhr. Es gibt immer Skin-Giveaways, es gibt große Skins, kleine Skins, Knives und so weiter. Okay, wir rushen scheinbar ein bisschen. Auch wenn ich jetzt ultra less money habe, aber ich muss jetzt mal ran und ein kleines Ace machen, ist logisch. Achso, wir haben hier lang vor. Okay, wir wollen scheinbar hier lang gehen, das wusste ich nicht. Mit... Wenn wir die noch ein bisschen aufhalten, genau, kommt der Kollege von hinten. Ja. Yeah. Ah, still party one. Oh, no. Okay, Männer. Wir machen eine kleine, aber feine, geforste Full-Buy-Runde. Bin gerade etwas nackt hier neben der Spur, aber jetzt wird's. Ich glaube, ich stehe eigentlich sehr gerne bei Barrels, aber heute gehe ich auf Short. Oh, da ist, glaube ich, einer gesteppt, oder? Ich bin ja meines Wissens auf Short, meine Herren. Oh nein, One Connector. Oh, da bin ich von hinten umgepimmelt. Ja, nice. Und der andere auch. Wir hatten jemanden im Connector, deswegen hat mich das jetzt irgendwie gewundert, dass wir da... Weiß nur nicht, ob er schon so weit unten war, dass er die Tür eben im Blick hat. Okay, nochmal eine kleine Pistolrunde, aber dann geht's los. Ja, dann geht's los, Männer. Das ist eigentlich nur wichtig, dass wir hier mit ein bisschen Action machen, dass der Kollege von hinten... Oh, scheiße, durchgehen kann. Wow, Molly. Short is coming too. Ja, er tasert ihn noch. Nice. Wie er crippled. Jetzt haben wir sie sogar komplett aufholen lassen. Das geht so natürlich nicht. One be short. Komm schon, komm schon. Ah, ja, Kobe! Alter, über 8. Behind. He's window. Attention. Ah, schön angesagt. Nice. Wo kam der jetzt lang? Kam der von A durchgerannt? Ja, wahrscheinlich. Egal, den Kobe des Todes gemacht. Den Kobe des Todes gemacht. Läuft. So, nur noch 2. 2 gegen 3. Der Kollege auf A hat es doch voll im... Oh, wo ist er denn? Da unten. Das kann natürlich gefährlich werden, da unten, mein Herr. Ich würde lieber da hinten hochgehen. Hier würde ich... Der, also wenn ich... Ja, smoke on A. Oh. Truck last. Just wait for mate. He's on stairs. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr schlecht, diese Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwie... Er bleibt einfach genau da stehen. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt muss ich so ein bisschen hochfahren. Ich mache gerade nicht so wirklich die Ultra-Dinger. Ich mache zwar wieder ziemlich viel Taktik, aber Taktik ist auch nicht alles. Ja. Mal ein bisschen schießen. Ah, der Blaue ist gar nicht in Connector drin. Der ist auf... Was? Er ist auf Short. One is B-Short. Alter, Verwalter, mein Freund. Ist... Nice, nice. Dann ist der andere bestimmt auf Long, wenn der von da kommt. Ray, denk mal nach. Achtung, Bomb has been planted. Ja, ja, der ist durchgegangen. Da hätte man schon so ein bisschen, oh, nice, mitdenken können. Nachdem nicht direkt was nachkam im Connector. Weil das eine ganz gute Taktik ist oder eine ganz gute Aufstellung, halt sich so aufzuteilen und der eine geht da, der andere. Da muss ich nicht großartig erklären, ne? Thanks. Geh mal kurz einen anderen Winkel, um hier die Nate richtig schön durchzuschmeißen. So, die ist in ihren Ärschen hochgegangen. Das weiß ich schon mal genau. One shot, he saw me. A flash shot. Na fuck. Ja, da läuft es nicht wirklich prickelnd, Leute. Schon wieder ein Force, Echo. Plant an A. Juhu. One low HP. Ah, oh, da gebe ich ihm noch 61 in 1. Da ist wieder dieser Headshot drin, aber der Rest klappt dann nie. Letzte Runde, kauft alles schön ein, gell? Ah, ich werde das einfach defensiv spielen. Ich kann hier nicht so ran. Oh Gott, beide auf A sind down. One A long. Toilets. Smoke on B. Hier muss einer close sein, ne? Wenn er hier rein mollet. Direkt da. One water. Und der andere hat noch einen Headshot gefressen. Komm, fuck. Jetzt müssen wir mal einen furiosen Win einfahren, ist klar, ne? Bei T, zack, bumm. Wir entscheiden uns für B. Einer geht woanders lang, wahrscheinlich halt Connector und dann auf Short. Gut. Ja, macht er. Sehr gut, sehr gut. Ich gehe auch auf Short, aber ich gehe halt immer hier direkt durch. Oh, der andere ist auch noch gestorben. Nein. Da haben sie uns vermöbelt. Oh, wow. One mit. He's down. Oh, komm schon, ja. Jetzt beginnen die Deagle-Klicks. Pass auf, wacht. Okay. Behind short. Jawohl, nice.
Ja, na also, das ist meine Stunde. Ah, da komme ich langsam ins Spiel. Ich muss echt sagen, ich habe immer mehr die Liebe zur Deagle gefunden über die letzten paar Spielereien. Im letzten Spiel habe ich auch da auf Mirage eine Runde gehabt, die ganz gut lief. Und ich glaube, ich fange sogar an, sie langsam lieber zu spielen in Forstrunden wie jetzt eine MP, weil sie einfach diesen One-Click macht. Der halt mit einer... Oh, was? Die Bombe ist da ganz allein da unten? Finde ich jetzt nicht so gut. Ja, der mit einer MP eben nicht so wirklich möglich ist. Scheiße, ey, wir verlinken gerade gegen eine Eco. Behind. Fuck. Ah, 91 in 5. Oh, ich war auch kein so lucky. Er hat den Spot sogar gecheckt, ne? Er hat den einfach lucky übersehen. Oh, die sind schon durch. Krass, warum sind wir jetzt hier so ultra rasant und wenn wir dann Full Buy haben, irgendwie am Abkacken? Noch alle 5 sind alive und wir rennen hier einfach auf A. Nein! Ich bin mir sicher, dass da wieder einer direkt beim Smoke irgendwo steht. Wie so eine Nudelsuppe. Ah! Connector smoked. Nice, nice. Let's go, big guys. One heaven, one water. Maybe go away. Komm. Alter, da holt er sie weg. War halt eine gute Ansage von mir, wahrzugehen. Ist klar, ne? Logisch. Ich schieb das Team halt schon Richtung Win. Aber hey, ich bin zufrieden. Das Team ist nice, es macht Spaß zu spielen. Da kann ruhig kommen, was will. Ich hab mich 100 Pro gehört, der Sack. He's down. I'm gonna bring the bomb. Go. Oh, fuck stairs. Schein. Okay. Long ist wieder ein guter Stand für mich. Bank. Oh, komm schon. Andere Seite. Oh Gott, wie kann man nur so lange darüber gucken? What the fuck? Oh Mann. Die gehen alle Connector. Ich guck kurz Mitte. One long. Oh Gott. Shizzle. It is time now, my brothers. Noch einer. He's down. Yeah, let's go B. City ist down. Legt er gar nicht in die Smoke, du Sack. Okay, kurz nachladen. Krass, das war jetzt eben wieder meine Runde hier. Mal ein bisschen hochgeschaltet. Wo ist der? Okay, just let him come. Ah, je. Yeah. 10-13, das ist auf jeden Fall noch alles offen. Aber es ist halt erschwitzt. Ziemlich hart erschwitzt. Die ging voll in die Hose. Ach du Scheiße. Das hätte auch ich sein können. Kann der überall stehen. Oh, wie kann er nur den Lack des Todes haben? Dass ich ihn nicht treffe. What the fake? Haben wir hier etwa eine deutsche dreckige verfickte Kartoffel am Start, der ein bisschen aggressive ist? Wer ist hier der deutsche Dreckarsch, ha? Ich weiß nicht, wohin wir jetzt gehen sollen. Ach, so B ist irgendwie. B ist irgendwie kotig. Ich glaube, ich gehe auf A. Nice. Alter, wir hatten da den jetzt gekillt. Anderes bestimmt hier bei Stairs. Doch nicht. Hey, cool bleiben, gell? Oder long? Ist der etwa long? Der ist jetzt nicht long. Also wenn wir jetzt einfach einen Draw holen, wäre das natürlich pervers. Wir dürfen uns bei Mitte nicht sofort wegklatschen lassen. Das war bis jetzt so die kackigste Sache, die wir bis jetzt getrieben haben. Boys, bitte nicht mehr die Bombe droppen, wenn ich ganz vorne bin und dann gleich fress. Ja, danke schön. Dann. Ah, shit, I stopped shooting, what the fuck? Du dreckiger Lackbock. Ich habe aufgehört zu schießen, habt das gemerkt? Also einfach... Ich dachte, er wäre schon tot. 93. Man muss auch mal verlieren können, ja? Man kann nicht immer nur Wins machen. Na, das geht nicht. Vor allem lernt man die Wins ja erst dann schätzen, wenn man auch mal weiß, wie es ist, zu verlieren. Und ich weiß das natürlich gar nicht. Ich habe schon längst vergessen. Falls es euch dann noch gefallen haben sollte, dann könnt ihr natürlich gerne auf irgendeine Art und Weise zeigen, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.